Der Challenger 2 ist der Kampfpanzer der Armeen von Großbritannien und Oman, der ab 1986 entwickelt und 1994 erstmals ausgeliefert wurde. Insbesondere die neue, leistungsfähige Sensorausstattung, eine verbesserte Fahrwerksaufhängung und ein automatisches Getriebe unterscheiden den Challenger 2 von seinem Vorgänger. Zusätzlich wurde der Turm völlig neu gestaltet und vor allem an der Oberseite stärker gepanzert. Nach verschiedenen Tests fiel die Entscheidung für eine Lizenzversion der 120mm Glattrohrkanone L55 der Rheinmetall. Der Challenger ist mit einer Schobenpanzerung der zweiten Generation ausgestattet und gilt als sehr gut geschützt. Zusätzlich wurde der Turm völlig neu gestaltet und vor allem an der Oberseite stärker gepanzert.